Herzlich willkommen bei Jugend trifft auf Politik, heute mit unserem Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble. Ich begrüße alle Erstwählerinnen, Erstwähler und Schülerinnen und Schüler heute im Livestream. Ihr habt heute die Möglichkeit, eure Fragen im Live-Chat oder per E-Mail an Dr. Wolfgang Schäuble zu richten. Ich bin heute im Haus der Geschichte, um Geschichte lebendig zu erleben. Nun schalte ich Richtung Lena Behnke in das Gustav-Stresemann-Institut. Die Sitzung ist eröffnet. Wir haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Erstwählerinnen und Erstwähler, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich sehr, Sie und euch heute hier zur Online-Veranstaltung Jugend trifft auf Politik des Stadtjugendring Bornheim und des Gustav-Stresemann-Institutes Bonn begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist unser Bundestagspräsident Herr Dr. Wolfgang Schäuble. Es freut mich wirklich sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen an Sie und es freut uns, dass Sie digital aus Ihrem Wahlkreis Offenburg zugeschaltet sind. Mein Name ist Lena Behnke, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der Universität zu Köln. Die Veranstaltung heute steht unter dem Motto Dein erstes Mal und ist explizit an Erstwählerinnen und Erstwähler zur diesjährigen Bundestagswahl gerichtet. Ich bin zwar schon 21, aber tatsächlich ist es auch dieses Jahr meine erste Bundestagswahl, an der ich teilnehmen darf. Es freut mich wirklich sehr, dass der Stadtjugendring Bornheim so eine tolle Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt hat, denn überparteiliches Engagement und auch Veranstaltungen über den schulischen Bereich hinaus sind unheimlich wichtig. Wir stehen in engem Kontakt mit vielen Schülerinnen und Schülern und den Schulen hier aus der Umgebung und haben vorab einige Fragen der Erstwählerinnen und Erstwähler zugesandt bekommen. Wenn sich während der Veranstaltung noch weitere Fragen ergeben, gibt es die Möglichkeit, eure Fragen direkt im Livestream auf YouTube in den Chat zu schreiben oder eine E-Mail an deine.frage@outlook.de zu senden. Die ganze Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Herr Wolfgang Thierse. Er grüßt ganz herzlich aus Berlin und wünscht uns allen eine erkenntnisreiche Veranstaltung. Vielen Dank. Herr Dr. Schäuble, kommen wir zu Ihnen. Sie sind seit 2017 Bundestagspräsident, jedoch beginnt Ihre politische Karriere schon etliche Jahre vorher. Sie sind seit 1972 Bundestagsabgeordneter und mit den 49 Jahren Berufserfahrung der dienstälteste Abgeordnete. Sie waren bereits CDU-Bundesvorsitzender und bekleideten einige Ministerposten, wie die des Innenministers unter Bundeskanzler Herr Kohl bis 1991 und auch unter Bundeskanzlerin Frau Merkel bis 2009. Zudem waren Sie 1984 bis 1989 Minister für besondere Aufgaben und von 2009 bis 2017 Bundesminister der Finanzen. Doch ich möchte jetzt erstmal gar nicht weiter reden. Wir möchten direkt starten und zwar mit einem kleinen Einstieg mit Entweder-Oder-Fragen und ein paar kleinen offenen Fragen, wo ich Sie bitten würde, diese einmal kurz und knapp zu beantworten. Dann würde ich direkt starten und zwar, trinken Sie am Morgen lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Wo fiebern Sie eher mit? Bei der Fußball-EM oder WM oder bei Olympia? Ehrlich gesagt, gucke ich viel gern Olympia, weil ich die vielen Sportarten sehr mag. Aber da ich natürlich auch seit meiner Jugend Fußballer mit Leib und Seele bin, ist eine Fußball-EM oder WM, schlägt alles dann doch. Jedenfalls, wenn die deutsche Mannschaft einigermaßen ordentlich spielt. Wunderbar. Würden Sie sich eher fürs Stadtleben oder fürs Landleben entscheiden? Ja, ich genieße es sehr, dass ich sowohl einen Teil meiner Zeit in meinem Wahlkreis in Offenburg, ja also eher kleinstädtisch geprägt ist, die Ortenau ist ja eine wunderschöne Landschaft, aber dann auch wieder viel in Berlin bin und Berlin ist auch eine wunderschöne Stadt
die eben neben allem anderen auch ein unglaublich reichhaltiges kulturelles Angebot hat, insbesondere an klassischer Musik, an Theater, an Opern, wie wahrscheinlich, also jedenfalls was Musik und Opern anbetrifft, wie kaum eine andere Stadt in der Welt. Und da ich das unheimlich liebe, ist es ein großes Glück, dass ich sowohl in Offenburg, in der Ortenau, wo es auch tolle musikalische Ereignisse gibt und kulturelle Ereignisse, als auch in Berlin sein kann. Im Übrigen, in Bonn haben Sie ja auch, ich habe es gerade wieder von meiner Tochter gehört und in der Beethovenhalle und das Bonner Orchester, die sind ja auch richtig gut. Und leider ist uns ja das Beethoven-Jahr im vergangenen Jahr durch die Pandemie nicht so gut gelungen, auch nicht in Bonn, wie es eigentlich hätte sein sollen. Okay, dann vielen Dank. Ihre liebste Nervennahrung nach einem langen Arbeitstag? Jetzt ist es wieder leiser, Frau Benke. Wenn Sie Ihren Techniker noch mal bitten, ein bisschen mehr Gas zu geben. Ja, mache ich. Nach meinem Arbeitstag. Genau, Ihre liebste Nervennahrung. Welche Süßigkeit essen Sie am liebsten, wenn es nach einem stressigen Arbeitstag, wenn Sie nach Hause kommen und ein bisschen runterfahren? Naja, also ehrlich gesagt, soll ich mich mit Süßigkeiten ganz zurückhalten. Weil in meinem Alter hat man in aller Regel eine gewisse Neigung zu altersbedingter Diabetes, die man am besten dadurch bekämpft, dass man sich mit Süßigkeiten sehr zurückhält. Aber ein Glas trockener Rotwein ist schon etwas sehr Schönes. Der ist nicht süß, der ist trocken, aber es ist auch sehr gut. Aber ansonsten ich esse natürlich gerne auch mal ein Stück Kuchen. Und wenn es ganz schlimm wird, lasche ich auch ein Stück Schokolade. Aber eigentlich wenig. Soll ich auch nicht machen. Okay. Wo ist denn Ihr Lieblingsort in Ihrem Wahlkreis in Offenburg? Wo halten Sie sich dort besonders gerne auf? Na, wenn Sie in der Ortenau sind, dann wissen Sie, dass man die Frage gar nicht richtig beantworten kann, weil es überall unglaublich schön ist. Ich bin Rollstuhlfahrer und deswegen, ich wohne mitten in der Stadt, aber im 5. Stockwerk, also stadtnah und doch ein Stück weit dem Lärm der Stadt enthoben. Und ich habe einen Blick in die Landschaft. In die schöne Landschaft, in die Reben, in die Berge, in die Wälder hinein. Ich habe eine wunderbare Terrasse und da ist es auch schön. Aber es gibt Orte bei uns, wo man einen unglaublichen Ausblick auf die Rheinebene, auf Straßburg, auf das Straßburger Münster hat. Und dann fahre ich viel mit dem Handbike durch die Gegend und genieße das sehr. Sehr schön. Ein einziges Ort könnte ich Ihnen nicht sagen. Das spricht auf jeden Fall für Ihren Wahlkreis. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wie ich das so raushöre. Offenbar kann ich nur sehr empfehlen. Ja, wunderbar. Auch das Essen und der Wein. Und wir haben eine Landschaft voller, die Landwirtschaft hat unheimlich viele Sonderkulturen. Also ich muss ein bisschen Werbung treiben. Die sind durch diesen verregneten Sommer auch ein bisschen gebeutelt. Im Frühjahr gibt es Erdbeeren, Himbeeren, alle Formen von Beeren und wir haben sehr viel guten Wein. Also, und wir sind nahe an Straßburg, nahe am Elsass. Schön. Wunderbar, das hört sich sehr gut an. Kommen wir nochmal zurück zu unseren Fragen. Würden Sie sich eher für Pizza oder Burger entscheiden? Eher Pizza, aber am liebsten keins von beiden. Okay. Und Ihr Wasser, trinken Sie das mit oder ohne Sprudel? Ohne. Ohne. Wenn Sie ein Jahr lang nur noch eine bestimmte Krawatte anziehen dürften, welche wäre das? Wie würde die aussehen? Ich glaube, das wäre eine relativ ungemusterte, wahrscheinlich dunkelblaue Krawatte. Weil die am besten zu grauen Anzügen passt.
Würden Sie sich eher für Mercedes oder Benz, Mercedes-Benz ist natürlich das Gleiche. Benz ist eine gute Frage, ja. Da ist das ganze Problem von Baden-Württemberg drin enthalten. Genau. Mercedes oder BMW. Genau, Sie haben es erfasst. Ja. Schwer zu beantworten. Früher bin ich, als ich noch kein Rollstuhlfahrer war, BMW gefahren. Seit ich im Rollstuhl bin, habe ich einen Mercedes, den ich theoretisch selber fahren kann. Aber da ich nun sowieso Polizeischutz genieße, bin ich schon lange nicht mehr selber gefahren. Ich muss auch immer in gepanzerten Autos fahren. Und da haben wir sowohl Mercedes als auch BMW. Und ich merke oft schon gar nicht mehr den Unterschied. Aber es gibt auch noch andere. Audi ist auch gut und ja, es gibt viele andere gute Autofirmen. Da ist nicht so wichtig. Okay, alles klar. Für weitere Reisen, nutzen Sie da lieber das Flugzeug oder die Bahn? Ich nutze selten die Bahn. Früher bin ich viel Bahn gefahren. Aber weil ich ja oft nach Berlin hin und her muss, und das ist von Offenburg doch eine lange Strecke, und weil ich im Übrigen immer, wie das in der Fachsprache heißt, sondergeschützt bin, weil ich schon mal Opfer eines Anschlags geworden bin und außerdem, weil ich protokollarisch die zweithöchste Position im Land habe, natürlich nicht die zweitwichtigste, aber die zweithöchste, aber früher als Minister auch vielerlei umstrittene Entscheidungen treffen musste, sodass es leider auch viele Menschen gibt, die geistig oder sonst irregeleitet sind, die dazu neigen, zu einem prominenten Menschen Schaden zuzufügen. Ich habe es selber erlebt. Deswegen muss ich ja, wenn ich einsteige, mit dem sondergeschützten Fahrzeug gefahren werden und abgeholt muss ich auch wieder werden. Also Bahn ist da, bringt da im Grunde gar nichts. Wenn es ganz schnell gehen muss, fliege ich. Aber meistens fahre ich mit dem Auto von Offenburg nach Berlin. Die Autos müssen ja sowieso hin und her bewegt werden. Das ist allerdings, je nach Verkehrslage, dauert es, wenn es ganz schnell geht, schaffen wir es unter 6 Stunden. Aber wenn wir Pech haben, kann es auch mal 8 Stunden dauern. Ja, verstehe. Okay, wir sind ja hier im Rheinland, deswegen kommen wir zur letzten Frage, ganz wichtig. Entscheiden Sie sich lieber für Kölsch oder für Altbier? Pils. Okay. Gut, wunderbar. Dann war das ja schon mal ein super Einstieg. Und dann würde ich vorschlagen, fahren wir direkt fort mit den Fragen. Und zwar erstmal Fragen zu Ihrem Amt. Sie sind ja Bundestagspräsident. Welche Aufgaben erledigen Sie so tagtäglich und welche Aufgabe ist für Sie persönlich die wichtigste Aufgabe? Ja, die wichtigste Aufgabe ist, die Sitzungen des Bundestages so zu leiten, natürlich in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen für die Fraktionen, das sind die parlamentarischen Geschäftsführer für den parlamentarischen Ablauf, aber der Bundestagspräsident oder auch der sitzungsleitende Vizepräsident, die müssen ja dafür sorgen, dass die Bundestagssitzungen den demokratischen Streit ermöglichen. Es soll ja gestritten werden im Bundestag. Aber es gibt Regeln, die müssen von allen eingehalten werden. Dazu muss man auch am besten von allen Abgeordneten als überparteilich oder unparteiisch, ich bin ja Mitglied der CDU, mache natürlich auch Wahlkampf, kandidiere auch wieder. Aber in der Funktion als Bundestagspräsident bin ich unparteiisch. Und ich glaube, dass mir das auch von allen Fraktionen und den allermeisten Abgeordneten nicht bestritten wird. Und damit hat man auch die Chance, wenn die Emotionen aus dem Ruder zu laufen drohen, was schon mal vorkommt, dann zu sagen, jetzt, also liebe Kollegen, reißt euch am Riemen. Ich muss ja auch gelegentlich ermahnen. Ich sage auch manchmal, zum Beispiel letzten Mittwoch, als wir die Sondersitzung hatten, die ja nun sehr traurig war, wir mussten uns mit Afghanistan beschäftigen und mit der Flutkatastrophe und mit der Pandemie auch,
Da habe ich am Anfang, nachdem ich der Toten gedacht habe und noch ein paar andere nachdenkliche Worte gesagt habe, habe ich dann gesagt, und jetzt appelliere ich an uns alle, dass wir in so, wie wir debattieren und wie wir uns verhalten im Bundestag, auch bewusst sind, dass wir über ganz schwerwiegende Probleme unseres Landes reden und uns deswegen auch entsprechend benehmen. Und dann hören die meisten darauf, und manche hören halt nicht darauf. Und wenn sie sich gar nicht an die Regeln halten, dann werden sie ermahnt, im schlimmsten Fall werden sie zur Ordnung gerufen. Wenn es noch schlimmer ist, gibt es Geldbußen. Zur Not kann man auch einen Abgeordneten aus dem Saal verweisen. Aber das geht nur unter engen Voraussetzungen, weil die Abgeordneten alle gewählt sind und damit natürlich verfassungsmäßig das Recht haben, an den Bundestagssitzungen, an den Entscheidungen teilzunehmen. Und das ist natürlich das höchste Recht des Abgeordneten. Ja, da haben Sie recht. Also sind das wahrscheinlich auch so ein paar Herausforderungen, vor denen Sie dann stehen, wie man dann da abwägt und in welchem Maße man dann da auch durchgreifen kann. Was sind denn dann noch Ihre Aufgaben neben der aktiven Arbeit, sag ich jetzt mal, im Parlament? Was machen Sie so im Büro für Aufgaben? Was fällt da noch an? Der Bundestag hat ja eine große Verwaltung. Wir haben sehr viele Mitarbeiter. Wir müssen die ganzen Ausschüsse organisatorisch, auch fachlich betreuen. Wir haben eine große Personalverwaltung. Wir haben sehr gute wissenschaftliche Dienste, die im Grunde alle Fragen von 709 Abgeordneten, auch sehr komplizierte Fragen, einfache Fragen, muss man ja die nicht bemühen, aber immer wieder hat man, ja, und da müssen die korrekt beantworten. Sie müssen über die Streitfragen, über die Geschäftsordnung, über das Grundgesetz auslegen, rasch Antwort geben und vieles andere mehr. Die Verwaltung, da gibt es einen Leiter der Verwaltung, einen Bundestagsdirektor. Aber der Oberste ist natürlich der Bundestag. Ich repräsentiere den Bundestag. Der Bundestag ist, weil er das einzige übrigens direkt gewählte Verfassungsorgan ist. Wir waren ja am Samstag bei dem Trauergottesdienst in Aachen. Da sind dann die Repräsentanten der Verfassungsorgane dabei. Der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, ich nehme jetzt die amtliche Reihenfolge, die Bundeskanzlerin, der Bundesratspräsident und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und das gehört auch zu den Aufgaben des Bundestagspräsidenten, dass er diese repräsentative Funktion in unserer Demokratie, und zwar des Organs, dass das demokratisch höchste ist, natürlich ist unser Bundespräsident, der Bundespräsident, Staatsoberhaupt, aber der Bundestag wählt den Bundespräsidenten. Gut, da gibt es eine Bundesversammlung. Die andere Hälfte, das sind die Vertreter der Länder, weil wir ein Bundesstaat sind. Der Bundestag wählt die Bundeskanzlerin. Der Bundestag kontrolliert die Regierung. Der Bundestag macht die Gesetze. Der Bundesrat muss mitwirken. Und diese Aufgaben müssen wir erfüllen. Das ist eine große Verantwortung, ist auch im Einzelnen unheimlich viel Arbeit, und dass das alles funktioniert, und da muss man mit den Fraktionen immer reden, wie machen wir es, wie organisieren wir es, wann machen wir die Sitzungen, wie lange und. Also wir haben auch immer Streitfälle und alles Mögliche, und da muss man dann auch entscheiden. Ich muss zum Beispiel auch, es gefällt mir nur begrenzt, aber das ist auch so im Gesetz geregelt, der Bundestag ist muss die Parteifinanzen kontrollieren. Die müssen alle ja Rechenschaft legen über ihre Finanzen. Und der Bundestagspräsident, dafür hat er natürlich seine Verwaltung, denn das ist natürlich wie ein Gericht. Ja, die müssen das ja objektiv machen. Da kann ich ja nicht sagen, naja, bei der CDU drücke ich ein Auge zu, aber bei der SPD gucke ich mal ganz scharf hin oder so. Das ist doch logisch, macht man ja auch nicht. Oder die Parteienfinanzen muss man abrechnen und korrigieren. Dann muss man auch gucken, halten sich die Abgeordneten an die Regeln? Da hatten wir in dieser Legislaturperiode eine Reihe von öffentlich sehr bekannt gewordenen Fällen, wo dann auch der
der Bundestagspräsident die Verantwortung hat und die Entscheidungen treffen muss, natürlich nur im Rahmen von Recht und Gesetz. Da gilt dann auch wieder das Prinzip des Strafrechts, das also die Unschuldsvermutung. Dann bin ich, weil der Bundestag das höchste Organ ist, habe ich das Hausrecht im Bundestag. Wir haben eine eigene Bundestagspolizei, auch um wieder zu zeigen, keine Regierung kann da das. Und ich bin der Chef der Bundestagspolizei. Also Sie sehen, es ist nicht nur repräsentativ, sondern ja, man muss es machen und dann muss man zwischendurch auch mit der Regierung, auch mit dem Bundespräsidenten sich immer wieder auch vertrauensvoll und vertraulich abstimmen. Wie machen wir das und wie machen wir was? Wir hatten zum Beispiel, um ein Beispiel, was Sie auch vielleicht in den Zeitungen verfolgt haben, die Frage mit dem Empfang für die Soldaten aus Afghanistan. Und dann hat man ja sich am Ende darauf geeinigt, dass neben einem offiziellen Empfang im Verteidigungsministerium dann auch öffentlich ein großer Zapfenstreich stattfindet. Der hätte eigentlich morgen stattfinden sollen, aber nach dem Desaster in der letzten Woche mit der Evakuierung und mit dem allem ist er jetzt zunächst einmal verschoben. Aber da war eigentlich schon für den großen Zapfenstreich vor dem Reichstag eingeladen. Und da bin ich dann auch wieder praktisch der Hausherr und hätte dann auch die Teilnehmer, auch die Gäste zu einem Empfang eingeladen. Die waren schon eingeladen. Also es ist genügend zu tun. Und dann nimmt man natürlich als Mitglied der Partei oder der Fraktion, der man angehört, auch an den Sitzungen dieser Gremien teil. Und wenn man dann meint, man hätte dazu was beizutragen, dann muss sich so ein Alter, der schon so viele Funktionen hatte, eher zurückhalten, der dann natürlich immer meint, du bist ja immer in der Versuchung, man glaubt es besser zu wissen als die anderen. Und ich versuche mich ein Stück weit zurückzuhalten, damit die Jüngeren nicht sagen, kann der Alte nicht mal auch mal die Klappe halten und uns selber machen lassen. Und dann mache ich sehr viel. Ich rede normalerweise, jetzt haben wir durch Corona solche Besuchergruppen seit Anfang letzten Jahres nicht mehr gehabt. An sich haben wir ja wahnsinnig viele Besuchergruppen und vor allen Dingen auch Schulklassen im Bundestag als Gäste, die wir einladen. Und wann immer ich kann, rede ich mit denen selber, so wie ich jetzt auch in der Videokonferenz das mache, weil ich finde, es gehört auch zu den Aufgaben der Politiker und insbesondere auch des Bundestagspräsidenten, jungen Menschen zur Verfügung zu stehen. Es zu erklären, soweit sie es erklärt haben wollen, zu werben für die Demokratie, aber sich auch anzuhören, was wollen die jungen Menschen? Ja, da haben Sie recht. Jetzt haben Sie einige Aufgaben aufgezählt. Ich glaube, ganz vielen Schülerinnen und Schülern und Zuschauern war vieles auch gar nicht bewusst. Sie sagten ja gerade, dass Sie schon länger Abgeordneter sind. Das hatte ich ja auch im Anfangsstatement erwähnt. Was ist denn im Rückblick auf Ihre politische Laufbahn, was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Gab es da ein bestimmtes Schlüsselereignis? Also es gab sicherlich viele, Sie sind da ja wirklich der Spezialist, würde ich schon fast sagen. Aber haben Sie einen Moment, einen Tag, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne mitteilen? Ja, das ist bei mir, ist die Frage ganz klar zu beantworten. Wir haben ja gesagt, ich war Bundesminister für besondere Aufgaben in der Regierungszeit von Helmut Kohl. Ich gebrauche den Begriff ungern, weil die Minister, auch die Abgeordneten, haben alle ihre eigene Verantwortung. Aber man hat natürlich die Loyalität und der Regierungschef hat die Richtlinienkompetenz und der Bundespräsident ernennt, aber der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin schlägt vor. Und ich war in der Regierung von Bundeskanzler Kohl Chef des Kanzleramtes und als Chef des Kanzleramtes zugleich in den 80er Jahren für die Beziehung zur damaligen DDR zuständig. Deutschland war ja mal geteilt, da gab es eine Mauer. Und dann fiel im Herbst 89 die Mauer. Da war ich zwar inzwischen Innenminister gewesen, aber ich hatte natürlich die deutsche Teilung
mit all ihren Auswirkungen war mir schon aus diesen ganzen Jahren zuvor unheimlich vertraut. Ich habe die ganzen Verhandlungen mit der DDR, insbesondere die inoffiziellen, geführt. Darüber könnte man eigene Bücher schreiben. Und dann war ich als Innenminister zuständig für die inneren Aspekte der Vollendung der deutschen Einheit, also für den sogenannten Einigungsvertrag. Den habe ich auch gedanklich entwickelt. War wirklich meine Idee, dass wir das so machen. Dafür bin ich ganz stolz darauf, auch einen Ehrendoktor bekommen. Also die Zeit vom Fall der Mauer bis zur Vollendung der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990, das war für mich das Größte in meiner politischen Laufbahn. Da wir jetzt in der Umgebung von Bonn sind, muss ich natürlich auch gestehen, dass es ja dann ganz umstritten war, wo denn die Regierung und das Parlament künftig sein werden. Heute kann sich das gar niemand mehr vorstellen. Bis 1990, beziehungsweise bis 1999, waren wir ja in Bonn gewesen. Und in der alten Bundesrepublik wollten die allermeisten übrigens in Bonn bleiben. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass wir in Bonn bleiben. Denn wir hatten immer gesagt, eigentlich ist Bonn nur stellvertretend für Berlin, deutsche Hauptstadt, solange Deutschland geteilt ist. Jedenfalls, ich war für Berlin. Und da gab es dann eine Bundestagsdebatte. Und von der sagen nun alle und viele schreiben es aus, dass meine Rede sogar eine ziemlich ausschlaggebende Rolle gespielt habe, dass die Entscheidung, die war ja ganz knapp, für Berlin ausgefallen ist. Deswegen bin ich jetzt Ehrenbürger von Berlin, da bin ich auch schon wieder stolz darauf. Aber in Bonn waren meine Popularitätszahlen zunächst einmal ein paar Jahre ziemlich im Keller. Und ich habe in Bonn, als ich in die Uni ging, ein paar Jahre haben sie gesagt, nee, sie kommen besser nicht an die Uni. Das wird so bösartige Demonstrationen geben. Inzwischen haben es mir die Bonner verziehen. Ja, wunderbar. Sie haben ja verschiedene Bundeskanzler und auch eine Bundeskanzlerin miterlebt. Wie würden Sie rückblickend die letzten 16 Jahre mit Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel beschreiben? Wie ist Ihnen das in Erinnerung? Naja, mit Frau Merkel war ich ja vom ersten Tag an in der Regierung zusammen. Das heißt, eigentlich ist unsere Geschichte sehr viel länger. Ich habe sie kennengelernt in diesem Jahr 1990. Da war sie eine junge Frau. Sie war stellvertretende Regierungssprecherin in der Regierung der DDR noch, war noch die erste frei gewählte Regierung für die paar Monate. Lothar de Maizière war der Ministerpräsident. Und dann wurde sie ja alsbald nach der Wiedervereinigung, wurde sie Bundestagsabgeordnete und war sofort Mitglied der ersten gesamtdeutschen gemeinsamen Regierung ab Januar 91. Im Herbst 1990, im Dezember 90 war eine Bundestagswahl. Und von da ab waren wir zusammen, zuerst noch eine gewisse Zeit in der Bundesregierung. Dann war ich Fraktionsvorsitzende. Sie war zunächst Ministerin für Frauen, Familie, Jugend. Ab 94 Umweltministerin, eine sehr starke. Kyoto war ihre als Umweltministerin war eine große Leistung von ihr. Sie hatte einen großen, auch globalen Einfluss gehabt. Sie war immer ganz stark für die Umweltfragen engagiert. Und als ich dann für eine relativ kurze Zeit Parteivorsitzender der CDU war, habe ich sie als meine Generalsekretärin dem Parteitag vorgeschlagen. Deswegen war es auch ganz logisch, habe mich auch dafür eingesetzt, als ich nicht mehr Parteivorsitzender sein konnte, weil da so eine blöde Affäre von Helmut Kohl mich mit betroffen hat, der ich eben sein engster Vertrauter über viele Jahre war. Dann ist sie meine Nachfolgerin als Parteivorsitzende geworden. Frau Merkel ist, Frau Merkel hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir diese 16 Jahre oder eine große Leistung, dass sie unter ihrer Verantwortung, die Bundeskanzlerin hat ja die maßgebliche Regierungsverantwortung und sie hat in diesen aufregenden 16 Jahren, sie hat ja einen unglaublichen Ruf in Europa und in der ganzen Welt, selbst bei denjenigen, die sie nicht mögen. Also wir haben es ja gerade wieder gesehen,
als sie sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin wahrscheinlich verabschiedet hat. Sie ist von allen hochgeachtet und zu Recht respektiert. Und das ist auch gut. Und sie hat dafür gesorgt, dass wir in Deutschland, auch in der CDU, begriffen haben, wie die Welt und wie die Gesellschaft sich verändert. Was ja die große Herausforderung ist, diese schnellen Veränderungen. So. Helmut Kohl war ein ganz anderer Bundeskanzler, den habe ich auch 16 Jahre in seiner Kanzlerschaft ganz eng begleitet, auch vom ersten Tag an im Übrigen schon. Einfach vom Typ her ein ganz anderer Typ, wer sich noch, den kann man ja aus alten Erzählungen, die Jungen wissen das nicht mehr, aber sie können in Geschichtsbüchern nachlesen. Der war der Kanzler, der in aufgewühlten Zeiten dafür gesorgt hat, dass die Bundesrepublik Deutschland fest im westlichen Bündnis geblieben ist. War hoch umstritten in den 80er Jahren. Das war eine der zwei Fragen, an denen sein Vorgänger, der Bundeskanzler Helmut Schmidt, gescheitert ist. Das war dann eine Voraussetzung, wusste man im Voraus nicht, dass es dann plötzlich zum Fall der Mauer und dann auch schnell zur Wiedervereinigung kam. Und zugleich war er ein ganz engagierter Europäer, der auch denn maßgeblich dafür gesorgt hat, dass wir eine europäische Währung haben. Deswegen ist er der einzige Ehrenbürger, den die Europäische Union hat. Es waren ganz unterschiedliche Menschen. Ich habe übrigens alle Bundeskanzler, war mit allen Bundeskanzlern, mit Ausnahme von Konrad Adenauer. Den habe ich nie persönlich getroffen. Und bis ich in den Bundestag kam, war er auch schon tot, war er schon gestorben. Ich habe als junger Mensch natürlich, der ich politisch engagiert war, schon als junger Mensch, mich auch für Konrad Adenauer begeistert und für den Wahlkampf gemacht und. Aber ich habe ihn persönlich nicht getroffen. Aber die anderen waren alle Erhard, Kiesinger und dann Willy Brandt, Helmut Schmidt und dann nach Kohl und nach Gerhard Schröder und Frau Merkel, die waren alle zusammen mit mir im Bundestag. Insofern sagen manche, ich sei ja fast eine Art Geschichtsbuch. Aber die Gefahr ist, wenn man ein Geschichtsbuch ist und älter wird, dass man zu viel davon erzählt. Ja, vielen Dank. Das klingt wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sie haben da wirklich ja einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Sie haben gerade auch schon gesagt, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, was auch sehr wichtig ist. Aber schauen wir doch mal in die Zukunft. Es stehen ja jetzt Bundestagswahlen an und Sie haben ja auch einige Bundestagswahlen erleben dürfen. Vor welchen Herausforderungen stehen sowohl die Kandidatinnen und Kandidaten als auch die Wählerinnen und Wähler bei ihrer Wahlentscheidung bei der diesjährigen Bundestagswahl? Ja, die größte Herausforderung für uns alle ist zu verstehen, was in der Welt gerade stattfindet. Es verändert sich alles unheimlich schnell. Die Veränderungen durch die Medientechnologie, da kommen wir Älteren ja gar nicht mehr mit. Für Sie Jüngere ist das etwas ganz Selbstverständliches und Tolles. Für uns Ältere ist das ein bisschen komplizierter, aber der rasend schnelle Wandel hat natürlich ganz, ganz große Folgen für die Welt insgesamt, aber auch für alle Menschen im Kleinen und im Großen. Eine der großen Veränderungen. Deswegen haben wir inzwischen auch ein Problem, was die Sicherheit anbetrifft. Viele der Straftaten finden ja heute im Internet statt. Von den großen Betrügereien, indem man die Bankkonten plündert und vieles andere mehr, übrigens auch der organisierte Steuerhinterziehung, bis zu dem Missbrauch von Kindern, wo es in Darknets ja Schweinereien gibt, die menschliche Fantasie wirklich überschreiten, oder auch die Verabredung der Terroristen, und im Übrigen auch der Cyberwar. Jede mittelständische Firma, von den Großen gar nicht zu reden, ist der beständig Opfer von Angriffen. Wir haben ein Cyberwar, der ständig stattfindet.
Und dann haben wir auch reale kriegerische Auseinandersetzungen. Der Terrorismus, der internationale, ist längst eine andere Form von Kriegführung. Jetzt haben wir es gerade in Afghanistan gesehen. Und es betrifft uns. Das mögen wir nicht gerne. Eigentlich ist es ja, wir haben ja genügend Probleme, sodass wir eigentlich von all dem nichts wissen wollen. Das können wir aber nicht, wir können nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen das zur Kenntnis nehmen und uns darüber überlegen, wie geht es in der Zukunft weiter. Und dann ist die ganz große Herausforderung, das kann man auch nicht mehr bestreiten, selbst wenn man das lange genug versucht hat, nicht so ernst zu nehmen, die schnelle Erwärmung des Klimas. Also die Überforderung unseres ökologischen Systems auf der Welt. Es ist ja nicht nur der Klimawandel. Es ist der Verlust an Arten. Es ist die Verschmutzung, Überfischung, aber vor allen Dingen auch die Verschmutzung unserer Ozeane. Die haben wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da auch für die Welt passiert. Also die großen ökologischen Fragen und die viel schneller uns betreffen. Jetzt haben wir die Flutkatastrophe. Kein Mensch kann ernsthaft bestreiten. Natürlich haben wir immer mal Unwetter. Aber die Häufung von Großwetterschadenslagen oder die Tatsache, dass wir jetzt auch Tornados mitten in Europa haben, das gab es früher nicht, ist nicht anders, auch durch die Klimaforscher zu erklären, als durch die schnelle Erderwärmung, durch das Abschmelzen der großen Eisblöcke an den beiden Polen, Arktis, Antarktis und alles, was damit zusammenhängt. Das sind große, große Menschheitsanforderungen. Und dann haben wir 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Als ich zur Schule ging, haben wir 2 Milliarden gelernt. Demnächst werden wir 10 Milliarden haben. Die wollen alle, weil sie alle durch die modernen Medien glauben zu wissen, wie man in Deutschland lebt oder in Europa. Und das Verrückte ist, die wollen alle lieber so leben, wie wir leben, als wie sie leben müssen. Und das macht selbst Probleme, die sind so riesengroß, die können wir nicht alle lösen. Aber wir müssen unsere politischen Entscheidungen ein Stück weit darin einfügen. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe aller Politiker, nicht nur in einen Wettbewerb einzutreten. Ich sage das auch meiner Partei immer wieder. Macht es den Menschen nicht zu einfach. Obwohl ich weiß, in Wahlprogrammen ist es besser zu sagen, ah ja, wenn er uns wählt, gibt es mehr für das und für dies und für das. Ich war ja auch als Finanzminister bekannt dafür, dass ich gesagt habe, ich kann leider nicht alles machen. Sondern ich muss schauen, ja klar, auch Finanzen sind begrenzt, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber ich glaube, die Aufgabe der Politik ist, zu erklären, wie kompliziert unsere Welt ist. Dann kriegen wir Pandemie, das hat ja auch mit Globalisierung zu tun. Also wenn wir die drei großen Katastrophen, die wir jetzt in einer Woche, letzte Woche im Bundestag, Afghanistan, Flut und Corona behandelt haben, die haben alle mit Globalisierung zu tun. Und wenn wir den Menschen diesen Zusammenhang nicht erklären und da in diesen Zusammenhang hinein unsere Antworten auch begründen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass immer mehr Menschen der Politik nicht mehr trauen. Und dann wird die freiheitliche Demokratie schwächer, dann kriegen wir Querdenker und dann kriegen wir alles Mögliche, aber wo das damit endet, wenn man mit den demokratisch-rechtsstaatlichen Institutionen nicht mehr umkommt, das haben wir Anfang des Jahres mit den Bildern vom Kapitol in Washington gesehen. Und wer das immer noch nicht glaubt, gestern hat mir einer gesagt, ja, das kommt alles nur. Das war es auch so, einer bei irgendeiner Wahlkampfveranstaltung kam ein Mann her, der war so in meinem Alter und hat gesagt, alles die Amerikaner. Dann habe ich gesagt, na schauen Sie mal, dann gehen Sie halt mal nach Belarus oder besuchen Sie mal den Herrn Nawalny. Im Krankenhaus, wenn Sie können, damit Sie nicht mehr so einen Blödsinn reden. Wir müssen die Freiheit, die Rechtsstaatlichkeit auch verteidigen. So, jetzt haben Sie eine ganze Wahlrede gehalten, aber ich habe das gar nicht gesagt. Alle Parteien sind meines Erachtens verpflichtet, vor diesem Hintergrund
die Menschen dafür zu gewinnen, selber zu entscheiden, was sie möchten, das ist der richtige Weg für die kommenden Jahre. Das macht man übrigens, indem man wählt, auch indem man sich politisch engagiert. Aber man sollte bei seinen Entscheidungen, auch bei seinem Engagement, nicht die Wirklichkeit und die Probleme ausblenden. Wir können nicht alle Probleme der Welt lösen. Dafür haben wir, nein, das kann kein Mensch. Und wer glaubt, es endet dann immer nur im Blut und Diktatur und allem. Aber wir sollten den Rahmen sehen und daraus können wir dann begreifen, was unsere Verantwortung ist. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ich glaube, da waren einige Punkte drin, die ja ganz entscheidend waren, wo man sich auf jeden Fall auch nochmal Gedanken zu machen sollte, auch jeder einzelne Zuschauer und jede Zuschauerin zu Hause. Ich hatte ja am Anfang angesagt, dass wir auch mit Schülerinnen und Schülern von einzelnen Schulen hier aus der Umgebung in Kontakt stehen. Und auch im Live-Chat kam gerade schon eine Frage. Und zwar lautet die, Sie hatten ja eben auch schon erwähnt, dass Sie auch schon früh sich politisch engagiert haben. Und zwar, wie sind Sie in die Politik gekommen, beziehungsweise wodurch wurde Ihr Interesse an der Politik geweckt? Ich glaube, die Wahrheit ist, wenn man sich selber erforscht. Mein Vater war nach dem Krieg, ich bin ja 1942 geboren, mein Vater war einer der wenigen, er war etwa 40 Jahre alt. Und er war da, er war nicht versehrt durch den Krieg, er war nicht belastet durch die Nazizeit, er war politisch interessiert, also musste er damals in der Katastrophe sich politisch engagieren. Und so waren, er hat es in der CDU getan, und so waren wir, denke ich, ein Elternhaus, in dem wir drei Brüder ja irgendwie da schon politisch interessiert waren. Und dann habe ich mich als Gymnasiast für Politik sehr interessiert. Ich habe die großen Bundestagsdebatten in den 50er Jahren am Radio verfolgt. Das haben damals viele meiner Mitschüler auch gemacht. Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und dann habe ich mich an der Uni während dem Studium engagiert, bin in die Junge Union und bin zufällig. Als ich dann schon fertig war, war ich Regierungsrat in der Steuerverwaltung, promoviert und also angesehen, hatte auch Familie, ein Kind damals, heute haben wir vier Kinder, die sind aber alle inzwischen groß, erwachsen, ja, mehr als erwachsen, und in den Bundestag geraten und dann bin ich da so lange hängen geblieben. Aber es macht mir immer noch Freude. Aber in Wahrheit ist mein politisches Interesse, ich denke, schon in erster Linie durch meinen Vater geweckt worden. Obwohl der nie gesagt hat, mach du mal Politik, ganz im Gegenteil. Der hat immer gesagt, ach. Und meine Mutter war dagegen, weil sie natürlich auch darunter gelitten hat, dass unser Vater durch das politische Engagement weniger zu Hause war, als sie es gerne gehabt hätte. Ja, vielen Dank. Ich denke, die Jugendparteien und Jugendorganisationen machen da ja auch eine ganz gute Arbeit, um auch die jungen Leute direkt abzuholen und auch in die Politik da heranzuführen. Genauso gibt es natürlich auch überparteiliche Beteiligungsmöglichkeiten wie den Stadtjugendring hier in Bornheim und weitere Möglichkeiten. Aber ich denke auch, dass das eine gute Chance ist, gerade wenn man noch jung ist, sich da in die Richtung zu engagieren. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Eine andere Frage wäre noch, wenn Sie die Chance hätten, Bundeskanzler zu werden, würden Sie das Amt übernehmen wollen? Wahrscheinlich hätte man früher nicht Nein gesagt. Weil jeder, der politisch so engagiert ist, möchte eigentlich noch mehr Einfluss. Aber heute bin ich zu alt dafür. Die Frage stellt sich nicht mehr. Und insofern komme ich nicht mehr in Versuchung. Wenn ich so zurückblicke, denke ich, wenn ich die Belastungen sehe und dann auch wieder bedenke, dass ich natürlich doch, auch weil ich ja nun seit über 30 Jahren im Rollstuhl sitze, also dann denke ich, ach, es ist vielleicht ganz gut, dass ich es nie in die Versuchung gekommen bin. Ich war ein paar Mal in der Versuchung. Also es gibt so Geschichten, aus den
vor 5 Jahren oder so, da war mal eine Krise im Zusammenhang mit den Flüchtlingen und so. Da gab es in der CDU, CSU und so Stimmen, die gesagt haben, das geht jetzt mit der Frau Merkel nicht mehr so weiter. Und der Schäuble soll das machen. Und da habe ich dann diejenigen, die mich da versucht haben anzusprechen, habe ich gesagt, nein. Ich weiß auch in der Endphase von Bundeskanzler Kohl 1998, da kamen viele damals zu mir und haben gesagt, Sie müssen jetzt, den Kohl, der muss jetzt aufhören. Sie müssen daran. Und ich habe gesagt, ich werde nicht den Kohl stürzen, weil ich war über 16 Jahre sein engster Mitstreiter. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass eine Partei einen so lange so erfolgreichen Kanzler versuchen sollte, selber zu stürzen. Das macht dann, wenn es sein muss, der Wähler. Und das ist dann im Ergebnis auch gut so. Und insofern bin ich, aber die Frage, wenn ich sie ehrlich beantworte, ja, in früheren Jahren hätte ich vermutlich ja gesagt. Ob es besser gewesen wäre, ist eine andere Frage. Alles klar. Eine weitere Frage, die uns noch erreicht hat, ist, was war der größte Skandal, den Sie in Ihrem Leben als Politiker miterlebt haben? In Deutschland? Ja. Oh je, oh je. Das ist schwierig. Weil wir haben ein paar schlimme Skandale gehabt. Wir hatten zum Beispiel 1972 der große Willy Brandt, war wirklich ein großer Bundeskanzler. Wir haben ihn zwar die CDU politisch bekämpft, aber das ist ja so lange her und wir wissen längst, dass er wirklich einer der Großen unserer Bundeskanzler war. Da gab es ein konstruktives Misstrauensvotum. Und wie wir damals ahnten und heute wissen, ist es durch die Bestechung von Abgeordneten erreicht worden, dass das Misstrauensvotum keinen Erfolg hatte. Sonst wäre Rainer Barzel 1972 Kanzler geworden. War schon ein gewaltiger Skandal. Denn wenn die Grundentscheidungen unserer Demokratie durch Korruption beeinflusst werden, ist das ein ganz großer Skandal. Aber wir haben natürlich, dann gab es, nehmen Sie mal den Kondergan-Skandal, wo ein Arzneimittel, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Menschen, weil schwangere Frauen dieses Mittel von Ärzten verschrieben bekommen haben und so, und die sind dann müssen mit Missbildungen leben. Also es gibt eben nicht nur heute Skandale. Der Maskenskandal im letzten Jahr war furchtbar ärgerlich. Oh, man könnte an die Decke gehen, wenn man solche Abgeordneten sieht. Man würde sie am liebsten an den Ohren packen und kräftig denn irgendwas tun, was man auch nicht machen soll. Aber das waren nicht die größten Skandale. Es gibt die Finanzskandale, haben gewaltige Ausmaße. Aber der größte Skandal, schwer zu sagen, nicht? Also, ich meine, Kondogan zum Beispiel war es gar kein so Skandal, obwohl die Leichtfertigkeit, die dahinter steckte, schon auch schlimm ist. Da gibt es da noch, gibt es sicherlich auch andere. Mit dem Maßstab, was ist das Größte, bin ich vorsichtig geworden. Alles klar. Eine letzte Frage noch in dem Bereich von den Schülerinnen und Schülern, die wir vorher zugesandt bekommen haben, ist es noch, wie ist das Privatleben als Politiker? Wie ist es, wenn man so viel in der Öffentlichkeit steht wie Sie und auch wenn man so ein wichtiges Amt innehat, wie Sie es haben? Naja, das Privatleben ist leidet darunter. Man ist viel unterwegs und wenn man nicht zu Hause ist, ist man ständig unter Beobachtung, wobei das durch die modernen Medien noch einmal sich intensiviert hat. Aber das war schon früher so, das muss man auch wissen. Je bekannter man ist, und man möchte ja bekannt sein, man möchte ja nicht ein unbekannter Hitlerfängler sein, also da muss man aber wissen, das sage ich auch meinen jüngeren Kollegen immer wieder, darüber müsst ihr euch im Klaren sein, dann werden strengere Maßstäbe an uns angelegt. Also muss man sich
so verhalten. Das ist für die Familie ist das schwierig. Wir leben jetzt hier ja normalerweise in Offenburg, wenn wir, meine Frau und ich, meine, die Kinder sind ja alle längst erwachsen und haben eigene Kinder. Aber zum Teil wollen die Kinder gar nicht mehr unseren Namen haben. Das wollten sie schon früher nicht, als sie studiert haben. Weil du bist dann hineinbezogen in den politischen Streit. Und das ist ja ein Preis, den man für die Bekanntheit bezahlt. Aber dann muss man versuchen, sich trotzdem seinen Privatbereich zu schützen. Da habe ich es dann wieder in der Ortenau, da wo ich lebe, wo ich gerade vorher schon so geschwärmt habe. Gut, ich bin ja da zu Hause. Und die Menschen, wenn sie wollen, kennen mich seit vielen Jahrzehnten und wissen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Ich mache auch nichts Besonderes von mir her. Und wenn meine Frau auf den, hat mir gerade gestern wieder jemand gesagt, ach, ihre Frau, die ist so sympathisch. Ich sehe die immer auf dem Markt am Samstag, wenn die einkauft. Die stellt sich genauso in die Reihe, natürlich mit Abstand jetzt, in Zeiten von Corona an, wie alle anderen. Ja, sage ich ja, wie denn auch sonst. Meine Frau ist meine Frau, die kauft halt ein und ernt und es ist so sympathisch. Nein, das muss man wissen. Und dann ist man auf der anderen Seite, wenn man als Repräsentant eines Verfassungsorgans, wie ich dann gestern im Dom zu Aachen gewesen bin, dann hat man wieder so. Und dazwischen muss man, und davon darf man sich auch nicht verrückt machen lassen. Da ist übrigens Frau Merkel, glaube ich, ein großes Vorbild. Frau Merkel hat immer großen Wert darauf gelegt, dass sie ja doch sehr bescheiden, sehr menschlich in all dem gelebt hat. Sie weiß schon, dass sie Bundeskanzlerin ist und sie nimmt das ja mit allem Ernst und aller Verantwortung wahr, aber sie hat auch nie, und als zum Beispiel beim Impfen war, hat sie ja gesagt, nee, ich werde geimpft, wenn ich dran bin, altersmäßig. Und dann ist sie auch ins Impfzentrum gegangen und hat sich angestellt, bis sie dran war. Also natürlich mussten Personenschützer auch da dabei sein. Insofern ist es dann auch ein bisschen, bei mir hat die Leiterin des Impfzentrums in Offenburg gesagt, wissen Sie was, bevor ich da den ganzen Zirkus habe, wenn Sie da zum Impfen kommen in Ihrem Rollstuhl und jeder kennt Sie und haben Sie noch drei Polizisten dabei, da komme ich zu Ihnen und impfe Sie zu Hause, dann habe ich nicht so einen Zirkus im Impfzentrum. Aber Frau Merkel hat natürlich, als sie noch viel stärker im Scheinwerferlicht steht, hat sie gesagt, nein, 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 ich gehe wie alle anderen, wenn ich dran bin, ins Impfzentrum und lass mich auch mit dem Impfstoff impfen, ich glaube, sie ist mit AstraZeneca geimpft worden, der dort zur Verfügung steht. Und das ist, finde ich, Kann man viel lernen. Man muss die Würde des Amtes kennen, die muss man auch vertreten, die muss man auch ausstrahlen. Man wird ja auch dauernd fotografiert, immer kommt jemand, darf ich ein Selfie machen, und alles gut. Aber man muss zugleich wissen, dass man ein normaler Mensch ist, mit zwei Ohren hoffentlich, einer Nase und so weiter. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Dr. Schäuble. Wir haben jetzt einige Fragen abarbeiten können und mit Hinblick auf die Zeit sind wir da auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich durchgekommen. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie und die richtet sich vor allen Dingen an die Erstwählerinnen und Erstwähler, die zu Hause in der Schule oder auch in ihren Wohnzimmern sitzen. Und zwar, was würden Sie den Erstwählerinnen und Erstwählern für die diesjährige Bundestagswahl und auch für kommende Wahlen in den nächsten Jahren gerne mit auf den Weg geben? Ja, zuallererst, dass sie sich klar machen, versuchen, worum es bei den Wahlen geht. Deswegen habe ich ja vorher diesen beiden Bogen gesponnen mit den ganzen Problemen der globalen Welt, in der sich unsere konkreten Entscheidungen einordnen. Dass sie versuchen, sich davon so viel wie möglich klar zu machen und dann sich eine Meinung zu bilden. Da kann man sich mehr oder weniger intensiv über die Programme, über die Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Parteien informieren, dann sollte man auf keinen Fall irgendwelchen Demagogen, Querdenkern oder sonstigen Dummschwätzern nachfolgen. Und man sollte, wenn man wahlberechtigt ist, auch wählen. Weil
Demokratie ohne Demokraten funktioniert nicht. Und man hat ja nur bei uns, was meinen Sie, was die Menschen in Belarus dafür geben würden? Die geben ihr Leben dafür, dass sie freie Wahlen haben. Und wir haben es und nehmen es nicht wahr. Und deswegen, alle sollen wählen, aber sie sollen nicht nur heraus aus irgendeiner Augenblicksstimmung oder irgendeinem dummen Zeug, was in sozialen Netzwerken gepostet wird, sondern es ist eine hohe verantwortliche Entscheidung. Jede Stimme zählt, sie zählt übrigens gleich viel. Die Stimme eines 18-jährigen Erstwählers zählt genauso viel bei der Bundestagswahl wie meine Stimme, obwohl ich ein bisschen mehr Erfahrung habe. Ja. Also hat er genauso viel Verantwortung, wenn er seine Stimme abgibt, wie ich. Natürlich habe ich im Wahlkampf noch ein bisschen andere Funktionen und so, aber die Demokratie heißt, ist die einmalige Chance, selber mitzuentscheiden. Den Jungen muss man gelegentlich, vor allen Dingen denen, die sich engagieren, denen muss man sagen, toll, dass ihr euch engagiert. Aber ich sage dann auch in den Gesprächen, ihr dürft nur nicht erwarten, dass weil ihr euch so engagiert, muss ihr euch wirklich ermuntern. Man muss auch da das ernst nehmen. Aber ihr dürft jetzt nicht die Erwartung haben, dass weil ihr vielleicht 10.000 euch engagiert, dass das schon die Mehrheit ist. Und Demokratie ist am Ende die Entscheidung durch die Mehrheit. Und das sind halt doch in Deutschland ungefähr 85 Millionen. Aber jeder Einzelne stimmt mit. Und wer nicht wählt, wählt, macht auch was. Der überlässt nämlich die Entscheidung den anderen. Deswegen sage ich manchmal zu Menschen, wenn ihr nicht wählen wollt, dann kommt mir hinterher nicht im Mault. Denn ihr habt ja die Chance verpasst, Einfluss zu nehmen. Also sich informieren, sich engagieren und wählen. Und verantwortungsvoll wählen. Aber ich finde, das sind ausgezeichnete Schlussworte, Herr Dr. Schäuble. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier zugeschaltet waren zu mir nach Bonn. Haben Sie vielen lieben Dank für Ihre Zeit und ich glaube, wir konnten einige gute Impulse an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause weitergeben und auch an die Erstwählerinnen und Erstwähler. Ich möchte mich außerdem auch noch bedanken beim Gustav-Stresemann-Institut und beim Stadtjugendring Bornheim mit dem Vorsitzenden Dominik Pinsdorf. Außerdem auch an unser Technikteam, was Sie zu Hause zwar nicht sehen, aber ich hier. Und natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass ihr zu Hause zugeschaut habt. Und an letzter Stelle möchte ich noch auf die Veranstaltung am 3.9. diesen Freitag hinweisen. Da wird es ebenfalls eine Veranstaltung vom Stadtjugendring und dem Gustav-Stresemann-Institut unter dem Motto Jugend trifft auf Politik geben. Es wird eine Podiumsdiskussion sein und die wird auch live auf YouTube stattfinden von 11 bis 13 Uhr. Also schaltet da auf jeden Fall auch gerne ein. Vielen Dank. Ich höre ihn nicht, er spricht noch. Ja, aber ich muss euch jetzt rausnehmen und wenn ich ihn jetzt aufschalte, dann hört man ihn, was ich halt verabschiedet habe. Ja. Die Sitzung ist beendet. Ich danke Dr. Wolfgang Schäuble sehr für seine Zeit und für Lena Behnke für ihre gute Moderation. Ich hoffe, ihr könnt heute einiges über den Bundestag erfahren. Vergesst aber nicht, am 26. September sind die Bundestagswahlen. Damit ihr eine Orientierung bekommt, haben wir am 3.9. die Veranstaltung Dein erstes Mal. Dort könnt ihr eure Fragen an die Politikerinnen und Politiker stellen. Ich wünsche nun allen Beteiligten einen schönen Tag aus dem Haus der Geschichte in Bonn.